Willkommen zurück zu einer neuen Folge Aliens Colonial Marines. Ja, wir haben uns ja durch dieses Schiffswrack durchgeballert in der letzten Folge. Sind jetzt hoffentlich dem gefangenen Marine etwas näher gekommen. Und werden sofort zu Beginn gleich wieder angegriffen. Von den Wayland-Truppen und den Aliens. Frage ist, wer ist jetzt das größere Problem? Mittlerweile würde ich eher sagen, die Wayland-Truppen sind das größere Problem. Weil denen ihre Handgranaten, die können einen ja doch ganz schön zerbröseln. Wieso kann man die Aliens nicht irgendwie dazu zwingen, auf die Wayland-Truppen da oben zu gehen? Keine Ahnung, so ein Köder dahin werfen oder so. So Alien-Futter. Dass man die irgendwie mit Alien-Futter auf die Gegner locken könnte. Das hätte mal Style. Was denn hinten noch? Ja, ihr macht da schon. Ich will mal kurz gucken. Seht ihr, was es gibt in der Ecke? Ich habe schon ein paar Mal eine legendäre Waffe hier irgendwo ein bisschen abseits gefunden. Nervt nicht. Du auch nicht. Gut. Vorne brauche ich dringend Munition. Die wird langsam etwas eng. Mal wieder. Oh, O'Neill. Du hast eine Smart Gun und lässt das Viech so nah rankommen. Unglaublich. Was macht das Viech denn da? Nur eine Hochsprung oder was war das eben? So, was haben wir bekommen? Na, eine Handvoll Ladungen, 120. Das ist mittlerweile verdammt... Oh, ja, sporte mal eben Rüstung, ja, schön. Ich brauche aber das Zeug hier. Das ist wertvoller. Müssen wir da oben jetzt rauf, oder was? Ich denke mal, wir werden jetzt da oben wohl hin müssen. Ich schaue noch mal kurz, ob es hier was gibt. Können wir nicht das Ding hier nehmen? Einfach hier durchs Tor durchbrechen und alles überfahren? Wäre wohl zu einfach. Oh, da ist noch Munition. Auch noch mal ein paar blaue Bohnen mitgenommen hier. So, O'Neill, kommst du jetzt mit oder hast du eh schon vorgebeamt? Ach, du stehst hier schon. Wieso hast du den nicht gleich ausgeknipst hier? Stehst hier an der Tür und guckst wie ein Auto. Ach, da ist noch einer. Ja, ohne hier, warum doof vor der Tür stehen, wird das nix. Ja, da muss man schon mal reingehen, wenn man die Gegner platt machen will. Links ist O'Neill, den kannst du dir ruhig vornehmen. So. Aber diesmal habe ich mich dir vorgenommen. Was? Was habe ich gesagt? Ich glaube, das war grammatisch jetzt nicht ganz so richtig. Oh, noch mehr Helme. Schon so viele Helme hier eingesammelt, das reicht für eine ganze Armee. Voll. Okay. Obwohl, voll bin ich gar nicht. Okay, da unten. Das müsste der Transporter sein mit dem Marine drin, oder? Ja, der ist da drin. Wie sollen wir den denn da rausholen? Da ist er. Ja, hoffentlich ist er das wert. Seit mehreren Folgen versuchen wir den jetzt schon zu retten. Und sind dabei selber schon ein paar Mal drauf gegangen. What? Shit! Hier, komm. Zack. Zack. So, wie die leben noch. Kommen die hier irgendwo hoch? Umzingelt ihn, ja. Wäre cool, wenn ihr so einer nach dem anderen einzeln die Treppe hochlaufen würdet. War es das? Den haben die Granaten doch was gebracht.
O'Neill, wir müssen hier weg. Jetzt! Cruz! Er wusste schon von diesem Verräterschwein, bevor er die Mission autorisiert hat. Es ging niemals um Bella. O'Neill, rein in den Transportpanzer! Actual, hier to One sind mit dem Gefangenen unterwegs. Sie haben uns einiges zu erklären, Sir. Oh ja. Der hat uns so ziemlich viel zu erklären. Wieso habe ich jetzt keinen Ton in dieser Sequenz? Ich weiß nicht, ob jetzt Ton aufgenommen wird vom Game, aber ich selber habe jetzt gar keinen Ton. Aber damit ich da nicht noch mehr dazwischen quassel, werde ich erstmal kurz die Sequenz durchlaufen lassen. Wofür ist denn der Typ jetzt gut? Wir haben tatsächlich Corporal Hicks gefunden. Tja, was für eine Mission. Ich möchte mal doch diese Stille unterbrechen. Das ist ja dann doch schon ein bisschen doof, wenn es irgendwie keinen Ton gibt. Ja, das heißt, diese ganze Mission, die wir gerade gemacht haben, eigentlich alles, was wir gemacht haben, es ging nur um die Befreiung von Corporal Hicks. Um nichts anderes ging es bisher. So, jetzt habe ich auch wieder Ton. Ich weiß nicht, warum dort eben kein Ton war. Keine Ahnung, dass jetzt ein Fehler im Spiel war, weiß ich nicht. Aber gut, schmeißen wir uns mal in die nächste Mission. Ja, weiterhin kein Ton in der Zwischensequenz. Das ist ein wenig irritierend. Warum das so ist, keine Ahnung. Ich denke mal, dass ich es irgendwie versuchen werde zu korrigieren und dass das beim nächsten Part dann nicht mehr passiert. So, jetzt ist der Ton auch wieder da, ganz normal. Nur in den Zwischensequenzen scheint er irgendwie nicht zu funktionieren. Ja, sorry dafür, aber das liegt, keine Ahnung, am Spiel selber vielleicht. Ich weiß es nicht. Aber gut, wir haben Corporal Hicks gefunden. Wir haben auch schon seine Schrotflinte dabei. Will er die jetzt wieder haben, oder? Wow, wow, da, oder darf ich die behalten? Ich fand eigentlich die Schrotflinte ganz cool von ihm. Auch wenn ich sie selber gar nicht mehr verwende zurzeit. Aber hier waren wir doch schon mal. Hier sind wir schon mal durchgelaufen. Haben also doch ein bisschen eine Backtracking drin. Wir doch nochmal bekannte Levelabschnitte nochmal besuchen. Oder dass diesmal ein paar von diesen verdammten Viechern mit dabei sind.
Gib mir mal Deckung, ich muss kurz so ein bisschen nachladen. Aber ihr macht da schon, ne? Ja, ihr macht da schon. Okay. Sind wir jetzt hier? Wo ist denn Hicks? Ja, Janu, stress mich nicht. Ich muss mich da mal umgucken. Wo ist denn Hicks abgeblieben? Haben die den mitgenommen? In die Zentrale? Ich glaube, von der Zentrale ist jetzt nicht mehr so viel übrig. Jo, von der anderen Seite. Oh, shit, shit, shit. Lad doch schneller nach. Gib mal die Murmeln. So, in die Zentrale. Ja, wir schützen doch schon. Kommt jetzt hier ein Großangriff? Oder was? Oh! Das. Hier ist ein Geschützturm. Oh shit, ich habe mich jetzt aufgehoben. Ich stelle ihn besser mal wieder hin. Ich komme aber nicht dazu. Ihr müsst mal das Alien platt machen. Ihr Deppen. Oder ich depp natürlich auch, weil ich einfach das Geschütz woanders hinstellen wollte. Ja gut. Hätte ich sofort machen müssen, denke ich mal. Mann, Schnitter, was ist denn los auf einmal? Warum stirbst du denn hier? Das geht doch nicht. So, die kamen irgendwie von da vorne. Ah, da oben. Wieder so ein Sniper-Alien. Nicht nur eins. Ja, komm. Mach einen Abflug hier. Sonst gibt's gleich ein paar Löcher. So, komm her, du Viech. Auch da ein Schatten kriegt Löcher. Könnt ihr mal den Sniper da oben wegmähen? So macht man das. Einmal draufrotzen und gut ist. So, wir mussten jetzt weiter in die Richtung und dann nach vorne. Oder hätte ich da gar nichts machen müssen mit dem Geschütz? Ich wollte es halt gerne ein bisschen anders hinstellen. Ja, ich muss nachladen. Ich komme gleich, ich komme gleich. Ja, komm. Was? Ich hab mich gerade selber weggesprengt. Nein, ich Trottel. Oh, Schnitter, konzentrier dich doch mal, Mensch. Was machst du denn da für einen Scheiß? Alter, das geht so nicht. So doof, eine Granate zu werfen. So, jetzt aber keine Granaten mehr für Schnitter. Also, nur mal das Ganze. Alle guten Dinge sind drei. Ich wollte mal kurz demonstrieren, wie man es nicht machen sollte. Ne, habt ihr alle gesehen? Wenn ein Alien nah bei einem dran steht, keine Granaten werfen. Ne, und ich wollte es halt nicht nur gesagt haben, sondern auch mal bildlich zeigen, was dann passiert. Man springt sich selber in ein 3D-Puzzle-Format. Das ist dann nicht schön. Wie viele waren denn das hier? Ich dachte, das waren weniger. Ich weiß immer noch nicht, ob ich das Geschütz da hinten denn anders hinstellen muss. Oder ob das so bleiben kann, wie es ist. Werden wir gleich sehen, wenn wir da angekommen sind. Ja, ja, in die Zentrale. Wir sind doch auf dem Weg. Oh, ist voll. Uns gehen die Optionen aus. Das heißt, wir karren direkt mal rüber. Aber ich muss das Ding hier aufstellen. So. Zack. Das war ja noch am Leuchten. Und der hat doch eben gesagt, stellen Sie das Geschütz auf. Hier kommt nichts durch. Das eine Geschütz hier, das bringt aber gar nicht so viel. Na doch, geht. Hat doch noch genug Munition drin. Ja, ist geil, dass das Geschütz da so gut steht. Ich hätte es vielleicht ein bisschen weiter nach vorne stellen sollen.
Was steht auch schon zu weit vorne? Ja, mach auf da! Wo ihr mal seid. Was ist mit dir los hier? Hier sind noch etliche Marines, die wir gefunden haben. Okay, wir sollen zur Zentrale. Die Frage ist, ob die Dinger da durchkommen, aber ob die da durchkommen oder nicht durchkommen. Nun, da sehen wir beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.